Die Szene erinnert an einen Agentenfilm, der silberne BMW steht am Straßenrand. Die Heckscheibe ist abgedunkelt, die hinteren Seitenscheiben ebenso. Die Kopfsteinpflasterstraße wirkt verlassen an diesem grauen Samstagnachmittag. Links die ockerfarbene Backsteinmauer eines S-Bahn-Damms. Rechts mit Graffiti beschmierte Häuser, Lagerhallen. Im Auto sitzen drei Männer, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Boots. Die beiden vorne greifen an ihre Sitze. Sie fahren sie nach hinten und rutschen nach unten. Der Fahrer stellt die Außenspiegel ein. Siehst du was? Fragt er den Mann neben sich. Der nickt, ihre Augen fixieren die Straße, doch Haitham Al-Samiri, 22, Hamide Musne, 34, und Mario Florica, 21, jagen keine Verbrecher, sondern Sperrmüllsünder. Sie wollen diejenigen ertappen, die einfach auf der Straße entsorgen, was sie nicht mehr brauchen: Matratzen, Kühlschränke, Bauschutt. Ihr Revier ist einer der dreckigsten Berliner Viertel, Neukölln.